Um dieses super schwierige 0% Troll-Level zu schaffen, muss ich echt heftige Sprünge meistern. Wie zum Beispiel diesen hier, wo ich auf die Shell springen muss und BAM! Dieses Troll-Level ist ein 0%-Level. Lediglich 67 Versuche von 36.000 konnten dieses Level schaffen. Und genau deswegen ziehen wir uns das rein. Ihr habt Bock auf ein Troll-Level, ich hab Bock auf ein Troll-Level und von daher mache ich erstmal die Kommentare aus. Also Freunde, aktuell spielen wir ja wirklich viele Troll-Level in Mario Maker 2 und ich muss auch sagen, das macht super viel Spaß. Von daher tue ich das auch immer lieben gerne. Ich bin jetzt schon komplett... Ich muss erstmal überlegen, mit welchem Sprung man da am besten rüberkommt. Vielleicht laufen und da... Nee. Warte mal, was ich probieren wollte... Nein! Oh, ich bin so blöd! Also wir dürfen ja nicht... Das war not bad, der Versuch. Der war gut. Aber... Nicht gut! Oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, wir müssen das anscheinend mit einem exakten Sprung meistern. Oh, ich bin so blöd. Boah, das wird so schrecklich, der Anfang. So, ganz vorsichtig hier hochspringen und in die... Oh mein Gott, ich bin... Nein! Toad, bitte pass auf, okay? Pass auf! Oh mein Gott, er läuft auch schon fast wieder gegen diese dreckigen Stacheln. Holy crap, ich kann definitiv nachvollziehen, warum dieses Level so eine geringe Abschlussrate hat. Oh nein, wisst ihr, was das Level von uns möchte? Wir müssen ganz langsam diese Wand hinunter sliden und dann durch diese Lücke jumpen. Okay, alles, was das Level möchte. Versuch Nummer 2 ist geglückt. Very nice. Aber was jetzt? Wir brauchen hundertprozentig die Koopa Shell. Aber was müssen wir mit der Koopa... Also hier ist ein Pfeil nach unten. Ja, ich sehe es. Wait a minute. Ich checke ehrlich gesagt nicht, was das Game von mir möchte. Ist hier irgendwo ein P-Switch, den ich übersehen habe oder so? Müssen wir so einen Shell-Wall-Jump machen? Ist das Kaizo geworden? Wir werfen mal die Shell da durch. Ich weiß ja nicht, wofür die sonst da ist. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist ein guter Ansatz, was ich hier gerade versucht habe im Moment. Das habe ich letztens in einem Stream gelernt. Das ist so ein Röhrenjump, Röhrensprung. Aber das reicht nicht ganz, um nach oben zu kommen. Ich habe irgendwie eine blöde Idee, aber... Ich glaube, wir müssen tatsächlich die Shell durch die Röhre werfen und dann draufspringen. Nein, das wird so ein Krampf werden. Let's go! Es ist so ein witziger. Oh mein Gott, nein! Als ob das so funktioniert hat. Ich möchte nicht sterben, Freunde. Digga, das hat so lange gedauert, bis ich zu diesem Status gekommen bin. Aber was jetzt? Muss ich hier lang sprinten? Oh nee, Digga, ich will mir doch erstmal die Gegend... Wait a minute! Who are you? Wie soll das möglich sein? Hallo? Ich sterbe. Digga, ich werde sterben. Und es ist kacke. Es fühlt sich kacke an. Aber wie soll ich das bitte schaffen? How? Wow, ich habe mich selber gekillt. Alter, das ist so schwierig. Vor allem jedes Mal muss ich immer durch diesen Todesanfang anfangen. Alter, bam, wir haben es geschafft. Digga, ich möchte nie wieder hier weg. Oh mein Gott. Vielleicht mit einem extrem weiten Longjump? Ich habe auch keinen Bock, das auszupuppen. Ich bin so dämlich, Digga. Ich kann doch hier diese Blöcke. Ich kann doch diese Blöcke herzaubern, oder? Digga, ich hab voll vergessen, man kann ja solche Blöcke machen mit diesem wunderbaren Outfit. Und ich liebe es. Aber wie lange halten diese Blöcke dann? Das weiß ich nicht. Oh, oh, nee. Ich weiß nicht, ob ich so weit bauen wollte. Wie viele Blöcke kann ich damit bauen? Oh, guck mal, hier. Ich habe die Grenze gefunden. Warte mal, jetzt mit einem Longjump? Das reicht nicht, halt dein Maul. Toady, überlebt das bitte. Wir überleben das, Gott sei Dank. Okay, hier noch ein Block. Und wir haben es geschafft, Digga, wir haben es geschafft. Digga. Oh, Gott sei Dank. Werden die immer nachgeliefert. Ich hoffe, dass hier irgendwo eine Mittelflagge ist. Eine Mittelflagge wäre schon... Oh nein, was ist jetzt von mir verlangt? Das war so super dumm von mir. Das war super, super dumm von mir. Überleben wir das noch? Was soll dieses Set heißen, bitteschön? Ich glaube wirklich, dass man hier Z drücken muss. Dafür ist das Set doch da, oder? Wir sind an einer guten Position. Was mir ein bisschen Angst macht, ist die Zeit. Scheibenkleister, die ist halt echt eng bemessen. Bro, in welchem Winkel soll ich springen? Ah, das kann nicht sein. Come on. Ich kotze im Strahl. Das kann echt nicht sein. Eine Ewigkeit später. Wir haben es geschafft. Okay, den Sprung habe ich schon mal geschafft. Oh oh.
Aber was jetzt brauchen? Wir brauchen die Katzenglocke. Nein, ich bin tot. Bro, ich bin tot. Wir müssen einen perfekten Sprung mit der Katzenglocke hier runter machen. Nein. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, hier so... Ich bin schon wieder tot. Bro, das ist die Todeszone. Hier einen exakten Sprung hinzubekommen. Meisterleistung. Okay, Moment. Verdammt, 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 verdammt. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich wollte es mit einer Arschbombe probieren, weil wenn ich eine Arschbombe straight runter mache, wird es funktionieren. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Freunde, es hat funktioniert. Okay, wir haben zwei Pfeile. Einmal nach rechts und einmal nach oben. Warum müssen... Okay, wir müssen es klein machen. Deswegen der Block da unten. Alter Vater, ohne Witz, ich stehe so unter Strom. Okay, wir müssen komplett klein werden. Toadie? Toad? Hallo? Hä? Bro, ich hab echt Schiss, dass ich jetzt nochmal sterbe, Freunde. Real Talk, Mann. Ich stehe so unter Strom. Bitte, ich will eine Mittelflagge. Die ersten Dinge sind so schwer in diesem Level. Ja, oh mein Gott. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben, so etwas zu sehen. Die Frage ist natürlich, was will das Level jetzt von uns? Wir können hier entspannt einen Wandsprung machen? Oh, no. Guck mal, ich glaube, die Passage ist eigentlich gar nicht so schwer, in Anführungszeichen. Weil man, glaube ich, so oft gar nicht verrecken kann. Geil, guck mal, das war doch easy. Ein bisschen zu easy, wenn ihr mich fragt. Ja, wusste ich's doch. Kacke, verdammt. Aber Moment mal, was, wenn wir einfach so ein bisschen cheaten? Man kann sich ja hier raufstellen. Ich wusste... Nein! Oh, shit! Okay, ich glaube, man kann nicht cheaten. Nee, ich glaube, wir müssen echt mit Anlauf da irgendwie rüberkommen. Verdammt, wenn wir es jetzt noch schaffen würden, da vernünftig abzuspringen. Kacke. Oh, yes. Und hier oben ist kein Hindernis oder so. Gott sei Dank. Puh. Boing. Entspannt rüber. Wir müssen uns an den Pfeilen orientieren. Also die Pfeile sind... sehr sozial gehalten. Das muss man wirklich mal sagen. Boah, ey, ich hätte das mit Pulsmesser spielen müssen. Nein, bitte nicht. Oh, verdammt. Ich hasse so genaue Sprünge. Halt dein Maul. Ach, das kann nicht sein. Vielleicht müssen wir auch wieder so einen Drehsprung hier rüber. Warum ist das alles so knapp? Mein Arm ist... Scheiße, 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 scheiße. Was muss ich denn da machen, verdammte Kacke? By the way, es gibt hier so eine kleine Abkürzung. Das finde ich ganz interessant gerade. Und zwar, ne, kurz zur Erklärung, was ich meinte. Wir warten hier und dann bildet sich dieser Boden und wir können einfach dort in diese Warpbox hinein. So, zack, Pfeile hier, Pfeile da, Pfeile... Nicht schon wieder. Pfeil hier, Pfeil da. Pfeil hier, da, da, biba, boop. Ich hasse diese genauen Sprünge. Das ist Präzisionsarbeit. Nein. Yes, so und nicht anders, Freunde. Aber was ich mich jetzt frage, how? Wie weiche ich da aus? Vielleicht mit Arschbomben in der Luft? Arschbombe stoppen, Arschbombe, ich weiß es nicht. Bam. Also, was wichtig bei dem Sprung ist, dass wir wirklich minimal Anlauf nehmen, dann auf, dass ich auf ZR drücke und dann springe. Also, wie machen wir das jetzt? Das ist halt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, genau so. Mit der Arschbombe stoppen in der Luft, drehen und irgendwie versuchen zu überleben. Alles klar, Cooperino. Was willst du, Bro? Also ich weiß nicht, ob du so die Führerscheinprüfung bestehen würdest, aber macht ja nichts. Wir probieren nicht loszubekommen. Ich frage mich, wie lang dieses Level noch sein wird. Scheibenkleister. Yes, nein. Oh, ich habe einen Unfall gebaut. Das war nicht cool. So, bam. Hier durch, hier durch, hier durch. Yes, yes, yes. Die One-Ups und... Bruder, we made it. Digga, da ist das Ding. Holy shit, Mann. Was ein intensives Level war das bitte. Du möchtest jetzt im Anschluss direkt zwei weitere super schwierige Troll-Level sehen? Dann kann ich dir dieses Mario Maker-Video von mir empfehlen. Ich hatte genauso viel Pain dort wie in der heutigen Folge. Viel Spaß.